Hallo und herzlich willkommen. Ich introduce euch Lisa Benzel mit Hacking CCTV Cameras and Public Space. Lisa Benzel arbeitet fürs ZKM. Sie macht Arts Management, hat ganz viel Zeug und ist viel gereist. Alles zu finden unter lisabenzel.com, falls ihr neugierig seid. Ansonsten ohne viel Umschweife, gebt mir einen warmen Applaus für Lisa Benzel und viel Spaß beim Talk. Ja, hallo, vielen Dank für die tolle Einführung und danke, dass ihr gekommen seid zum Zuhören. Ihr seid wahnsinnig viele. Bin überhaupt nicht aufgeregt. Und ich würde euch gerne einfach ein paar künstlerische Arbeiten vorstellen, die sich mit Überwachung beschäftigen. Also wir werden heute nicht hier thematisieren, wie man tatsächlich in der Überwachungskamera technisch hackt. Das kann ich euch leider nicht erzählen. Also wer das jetzt erwartet hat, müsste vielleicht wieder gehen. Oder bleibt einfach trotzdem, weil wir lernen jetzt ein bisschen Strategien kennen, was man denn da tatsächlich macht, wenn man das Tool in die Hände bekommt, mit dem man es mit Inhalt füllen kann. Ganz kurz, Public Space, ne? Also das, so, um nochmal das Feld abzustecken, in dem wir uns bewegen, beinhaltet auch so Strategien wie zum Beispiel einfach einen Parkplatz benutzen und da ein temporäres Café aufbauen. Also Hacking Public Space in jeder Hinsicht, dazu gehört auch Guerilla Gardening oder Guerilla Knitting und. Also dieses Feld werden wir jetzt grob bearbeiten anhand von ein paar künstlerischen Arbeiten, die ich euch mitgebracht habe. CCTVs im Allgemeinen brauche ich, glaube ich, in dieser Runde gar nicht groß erwähnen, wie sehr sie unser Leben beeinflussen und inwieweit wir auch manchmal versuchen müssen, uns diesen Blicken zu entziehen. Ich habe euch Arbeiten mitgebracht. Da gehen wir jetzt einmal ganz kurz zurück nach 1996, und zwar nach New York. Wir machen das hier ein bisschen leiser, damit ihr mich noch hören könnt. Und das ist ein Video von den Surveillance Camera Players. Die haben sich tatsächlich 1996 in New York gefunden. Das ist eine Künstlergruppe um Brooke Nixon. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Überwachungskameras im öffentlichen Raum zu finden und Theaterstücke vor diesen Überwachungskameras aufzuführen. Also ihr seht, es ist schon mal eine sehr einfache Art und Weise, mit Überwachung im öffentlichen Raum umzugehen. Ja, man muss sich dem nicht nur ausgesetzt fühlen, sondern man kann auf demselben Kanal, der uns beobachtet, können wir auch Sachen zurücksenden. Das ist eine sehr schöne, ermächtigende Botschaft. Und hier, das war ihr allererstes Stück. Das war natürlich sehr treffend gewählt, das Stück 1984, das sie eigenständig für Überwachungskameras umgeschrieben haben. Dieses Konzept haben sie erweitert, sie sind damit auch gereist, waren sehr erfolgreich, wurde gut angenommen, haben dann auch andere Möglichkeiten entwickelt, mit dem öffentlichen Raum zu interagieren. Das Video spielt es sich ab, ist aber so. Ah ja, hier. Zum Beispiel haben sie dann auch große Schilder geschrieben und sind damit durch New York oder andere Städte gezogen. Es sind relativ ikonische Tafeln, so hey, lieber Mensch, der hinter der Security-Kamera sitzt, keine Sorge, ich mache nichts Böses, ich bin nur auf dem Weg zum Shopping oder ich bin nur gerade auf dem Weg, irgendwas zu essen. Ne? Dass man sich auch quasi, dass man den Menschen was zurückgibt, die einen den ganzen Tag betrachten. Das ist ein Konzept, das überspringe ich jetzt mal, da sehr schön wird noch ein bisschen erklärt, wie das alles aufgenommen wird. Es ist ein schönes Konzept, das Künstler dann auch später aufgegriffen haben. Ein Beispiel daraus, da es auch sehr bekannt ist, möchte ich euch gerne mitbringen, ist die Mediengruppe Bitnik, vielen sicher hier bekannt. Sie haben 2012 dann in London ein Surveillance Chess initiiert. Das Konzept auch mehrere Male wiederholt, aber das war das erste. Ich glaube, ich habe hier einen Laserpointer, das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Hier. ist die Künstlerin und sie hat
ein Hardcase, da ist ein Computer drin und sie hacken, das kann man dann im Internet nachlesen, wie man das macht, in die Surveillance-Kamera wirklich rein von der U-Bahn in London und anstatt, dass sie dann ein Theaterstück vorführen, bekommt dann der Mann anstelle des Videobildes diese Botschaft auf seinen Monitor gesendet. Danach kommt das. Und dann das. Und dann kann er mit der Dame spielen. Also ihr seht, es bleibt verspielt. Und ähnlich spielerisch würde ich gerne ein paar Jahre weitergehen. Jetzt verlassen wir dann allmählich die frühen 2000er Jahre und gehen hier hin. Google Earth ist uns auch allen sehr gut bekannt. Mit das größte Überwachungstool, das, ja, dem wir uns absolut gar nicht entziehen können. Wer auf der Straße läuft, wenn so ein Foto von oben gemacht wird, ist abgelichtet. Oder wer auf der Straße läuft, wenn so ein Auto an uns vorbeifährt, ist für immer im virtuellen Globus verortet. Durch die Timeshift-Funktion kann man ja auch immer wieder zurück. Das heißt, es wird auch ehrlich gesagt nichts gelöscht. Mit etwas Glück wird man geblurrt, aber das war's. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ne, wie kann man da jetzt eine Botschaft zurücksenden? Habe ich euch zwei, drei Beispiele mitgebracht. Eins von Künstlern, die ich sehr schätze. Und die machen dann sowas. Also das Interface kennt man, wenn man einfach mal so reinzoomt von dem Globus. Hier auf die Akademie der Künste der Welt. Ist das noch sichtbar? Genau. Wer gute Augen hat, kann es hier in der Mitte lesen, auf dem Dach der Akademie der Künste der Welt in Berlin, direkt neben dem Regierungsgebäude, Off-Limits for Google. Bisschen näher dran sieht das dann so aus. Das heißt, die Künstler sind der Akademie aufs Dach gestiegen, haben in dem Fall Klebefolie, ansonsten Farbe und Pinsel in der Hand und schreiben Botschaften auf Dächer von Kulturinstitutionen in Kooperation mit den Einrichtungen. Das ist ein künstlerisches Konzept von Achim Monet und Uta Kopp, heißt Remote Words, wurde 2007 zeitgleich mit dem Launch von Google Maps, Google Earth gegründet. Und sie haben überlegt, dass diese Oberfläche ja noch so jungfräulich und unbeschriftet ist. Na, und wie kann man dann da tatsächlich dieser permanenten Überwachung von oben was entgegensetzen und auf demselben Kanal was zurücksenden. In dem Fall tatsächlich eine komplette Verweigerungsstrategie. Ja, diese spezielle wurde mit Klaus Steck gemeinsam entwickelt. Und genau, also Google bis hierhin und nicht weiter. Man kann das natürlich auch noch anders nutzen. Und eins, was ich sehr gerne mag, ist zum Beispiel dieses hier, dieses Dach. Das ist in Tallinn. Und das spielt natürlich darauf ab, dass es in Tallinn auch schon damals, das ist schon etwas älter, das Dach, das ist von 2011, gab es natürlich überall schon offenes Wi-Fi. Ja, also jetzt sind wir da ein Stückchen weiter mit den ganzen mobilen Daten, aber wirklich das erste Land, auch in ländlichen Gegenden, sehr, sehr gut vernetzt und darauf spielt es eben an, hier auf dem Kunstmuseum, auf dem Dach. Wenn man natürlich über die reale Oberfläche hovert, passiert nichts, wenn man klickt. Oh, weil analoges Hacking und auch nur aus dem Grund kann es durch die Algorithmen oder bisher konnten diese Texte, diese Botschaften durch Algorithmen von Google noch nicht identifiziert und herausgefiltert werden. Na, also es kann nicht wie ein Bild, das man hochlädt, einfach gelöscht werden, sondern es ist implementiert in den Globus. Ja, wenn man auch zurückgeht, kann man auch verschiedene Aufnahmen von den Dächern sehen über die Jahre hinweg. Es ist für immer in die Oberfläche des virtuellen Globus eingeschrieben. So zum Beispiel auch ganz am Rande, ganz zuletzt in Shenzhen in China, Accelerated Standstill, also beschleunigter Widerstand. Das heißt, ihr seht, man kann das Tool, was entwickelt ist, dann auch wunderbar für Kritik nutzen. Und das entgeht sogar der Zensurbehörde in China, was ich besonders beachtlich finde. Mit Google Earth kann man auch noch andere lustige Sachen machen, insbesondere mit Google Street View. Da würde ich gerne den Künstler Michael Wolf euch vorstellen. Ist leider kürzlich verstorben. Es gab in Paris ein Gesetz, das verbot, dass es nicht mehr gestattete, Straßenfotografie zu betreiben. Und Michael Wolf ist ein Straßenfotograf. Michael Wolf war sauer, weil er gleichzeitig, während ihm verboten wird, in Paris Straßenszenen aufzunehmen, fahren Google-Autos an ihm vorbei
und dokumentieren alles, was ihnen vor die Räder kommt. Und dann hat er den Spieß umgedreht und Straßenszenen auf Google Earth gescreenshottet. Und das ist jetzt seine Kunst. Ist natürlich eine rechtliche Streitfrage, aber er hat die Arbeiten ausgestellt, er hat die Arbeiten verkauft und er ist auf die Suche gegangen. Und einige von euch kennen diese Bilder vielleicht sogar. Da gibt es schöne Sachen, komische Sachen, zwei Schatten, weil das Auto halt zweimal dran vorbeifährt. Da gibt es auch Sachen, die kriminalistisch angehaucht sind. Das Ganze heißt A Series of Unfortunate Events. Da gibt es dann auch Szenen, wo jemand zurückfotografiert. Da gibt es auch Szenen, die für immer in den Globus eingebrannt sind, die wir da gar nicht haben wollen. Oder so. Ja, also ihr seht, es ist ein wunderbares Tool, das uns tagtäglich und immer begleitet und für immer auch Geschichte schreibt, die wir nicht mehr ändern können. Und Michael Wolf hat auch noch diese Dame entdeckt. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu langsam geredet, deswegen überspringe ich das Nächste. Aber es gibt einen Künstler, der auf Basis dieses Bildes dann tatsächlich eine komplette Geschichte um dieses Bild herum gestaltet hat. Das ist John Ruffman, das ist ein Video von 2010. Er designt eine fiktive Geschichte um diese Person. Ich gebe euch nachher auch gerne noch den Link, falls das jetzt jemanden interessiert. Kann man sich anschauen, dauert 6 Minuten, ist eine sehr schöne Arbeit. So, heute, was haben wir heute? Das waren jetzt alles Sachen aus der Vergangenheit. Wir waren jetzt gerade bei 2010. Ja, hier die Mantiscam, kürzlich von David Brady entwickelt. Jetzt habe ich es mir nicht notiert, ich glaube 18 oder 19 Kameras und ist tatsächlich in der Lage, von einem Hochhaus kilometerweit entfernt irgendeine Fußgängerzone zu überwachen und da auch noch Gesichter zu erkennen. So, das ist die Realität, die wir heute haben. Was machen wir damit? Wie können wir diese Kanäle, wie können wir uns verstecken, wie können wir uns unsere Privatheit irgendwie bewahren, wie können wir vielleicht sogar, wenn wir unsere Privatheit schon nicht bewahren können, das Ganze benutzen, um da halt dann was zurückzusenden, vielleicht einen kleinen Protest, vielleicht einfach nur ein persönlicher Widerstand, damit es uns besser geht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Lösung habe ich noch keine gefunden, aber ich habe euch mal so ein paar Beispiele auch damit gebracht. Eins wäre relativ aktueller Film, Dragonfly Eyes 2015 von Xu Bing, der über 11.000 Stunden an Videomaterial aus Überwachungskameras gesammelt hat und das dann zusammenträgt. Und ich glaube, das Foto habe ich nur drin gehabt, weil das so gut aussah mit den vielen Screens. Gehen wir mal weiter zu Irushk. Das ist auch tatsächlich als künstlerische Arbeit eingegangen in das Ganze. Philo Art heißt die Arbeit. Ihr seht schon, jetzt kann ich noch mal kurz gucken, ob das immer noch geht. Hier ist eine Person. Da. Oh, jetzt habe ich es gemacht. Es geht einfach darum, es gibt ein Stirnband, das kann man sich auch selbst bauen. Deswegen habe ich es euch mal hier mitgebracht. Es gibt auch in der Ausstellung tatsächlich, die Arbeit ist von 2008 und wurde 2010 im Hardware Medienkunstverein gezeigt. Mit sehr einfachen Mitteln kann man sich ein Stirnband bauen, das Infrarot-Überwachungskameras austrickst. Also dieser leuchtende Punkt, den ihr auf dem Kopf von der einen Person seht, die gerade die Treppe raufgeht, die verblurrt quasi ihr Gesicht. Also man erkennt zwar noch einen Körper, aber das Gesicht kann nicht mehr erkannt werden. Ist natürlich interessant. Also man könnte sich jetzt so ein Stirnband bauen und damit durch die Straßen laufen und zumindest bei Infrarotkameras würde man dann nicht mehr erkannt werden. Wäre natürlich schon mal nicht schlecht. Anderer Künstler, Adam Harvey, hat sich intensiv auch mit Überwachung beschäftigt. Das ist eine Arbeit von 2014. Er schlägt vor, dass wir uns doch alle besondere Stylings zulegen, um die Gesichtsalgorithmen, um die Algorithmen auszutricksen, die unsere Gesichter erkennen können. Die haben natürlich die Eigenschaft, dass sie sich besonders auf dieses Dreieck beziehen, auf Auge und auf Nase. Und wenn man diese Elemente oder diese Strukturen im Gesicht verändert in einer Form, dass die Algorithmen das eben nicht mehr erkennen können, dann sind wir für die Gesichtserkennungskameras unsichtbar. Das heißt, wir können tatsächlich über
über die überwachten Straßen laufen und werden nicht mehr erkannt. Wunderbare Freiheit. Ob es euch gefällt, müsst ihr selbst entscheiden. Aber das ist dann tatsächlich das, was die Kamera sieht, nämlich nichts mehr. Und ein rotes Feld wäre tatsächlich eine Erkennung. Ja? Ich habe jetzt hier mal, interessiert euch das, dann können wir hier kurz draufklicken. Jemand hat Ja gesagt. Es gibt hier diverse Designs, vielleicht als kleine Inspiration, wenn ihr auf dem Nachhauseweg nicht erkannt werden wollt. Kann man da mal ausprobieren, die funktionieren alle, die sind alle getestet. Und der Kreativität sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt, aber ihr seht, es geht alles immer darum, um diese Achsen eigentlich zu verundeutlichen. Hier auch nochmal ganz besondere Styling-Tipps. Dann hat derselbe Künstler ein Wearable entworfen. Das fällt unter Urban Camouflage und es heißt Hyperface. Name ist vielleicht ist nicht der, also es gibt noch andere Dinge, die gerade im Internet kursieren und auch ähnliche Namen tragen, damit ist es nicht zu verwechseln. Aber hier wird ein Stoff kreiert, der den Algorithmus triggert, falsche Gesichter zu erkennen. Das heißt, ihr lauft durch die Straße, habt dieses Kopftuch um oder habt es euch um die Schultern geworfen und der Algorithmus erkennt dort nur falsche Gesichter. Das heißt, ihr werdet, es gibt so eine Art Stresstest und der Fokus fällt nicht auf euer eigenes Gesicht, sondern auf das Tuch und der Algorithmus versucht und versucht und versucht, das zu berechnen und schafft es natürlich nicht, weil es nicht geht. Dann gibt es noch eine Brille. Die wurde 2013, gab es den ersten Prototypen, wurde in Japan entwickelt, heißt Privacy Visor. Yes. Danke. This is the world's first pair of glasses which prevent facial recognition by cameras. They are currently under development by Japan's National Institute of Informatics. Photos taken without people's knowledge can violate privacy. For example, photos may be posted online. Also ihr seht, wir gehen nochmal kurz zurück zu dieser Einstellung, da kann man es nämlich wunderbar sehen. Das wurde 2013, war der erste Prototyp einer Brille, die einen unerkenntlich machen sollte. Gegenüber Gesichtserkennungssoftware ist modisch vielleicht nicht der absolute Trend. Aber ich hatte die Vermutung, dass das gar nicht so schwierig ist, das nachzubauen. Es gibt hier so ein paar, so ein paar LEDs und wenn man sich diese Brille aufsetzt, ist man auch dann tatsächlich dadurch unsichtbar im öffentlichen Raum. Jetzt hat das Institute for Technology, die haben ja sehr viele Mittel, das zum Glück ein bisschen weiterentwickelt. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Und das ist das. Ups. Hey. Und das sieht jetzt so aus. Und wenn man das hier mal nebeneinander hält, könnt ihr natürlich erkennen, dass der Mann mit der hübschen Brille nicht erkannt wird und der Herr, der aussieht wie ein Mafiosi mit schwarzen Brille, der wird durchaus erkannt. Also dieses Gerät könnte euch schützen im öffentlichen Raum. Ob es jetzt eurem modischen Empfinden entspricht, das darf auch wieder jeder selbst beurteilen. Leider ist diese Brille nicht erhältlich. Also sie wurde 2015 entwickelt und gelauncht, gibt es aber nicht. Was es allerdings bald geben wird, ist euch vielleicht auch schon begegnet, das sind Reflecticles von einem Mann namens man wird dadurch nicht erkannt, wirkt eigentlich ähnlich wie die Infrarot-Stirnbänder, die wir vorhin schon gehabt haben, nur dann tatsächlich auch ohne Batterien, reflektiert das Licht, aber auch unsichtbar, also sowohl im Dunkeln als auch im Hellen werdet ihr nicht erkannt
und könnte vielleicht dann unser Ziel sein, dass man dadurch dann im öffentlichen Raum unerkannt herumlaufen kann. So, ich habe jetzt ein bisschen schnell gesprochen, damit wir noch Zeit haben für Fragen. Und wenn ihr welche habt, freue ich mich natürlich. Wenn nicht, kann ich noch ein paar Videos nachschieben. Und danke euch erstmal herzlich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr gekommen seid. Ja, also erstmal super vielen Dank. War toll. Gibt's Fragen? Wollt ihr noch Videos schauen? Ja. Also ich glaube, das hat sich erledigt. Wir wollen Videos schauen. Cool. Dann gucken wir das Video von John Ruffman, wenn ihr wollt. Ja. I don't have one single photograph of her. Even though we spent the better part of our youth together, traveling the globe. No. We hiked Machu Picchu. We crossed the Atacama Desert. Ah, ha. Es wäre gelacht. So. I don't have one single photograph of her. Even though we spent the better part of our youth together, traveling the globe. We hiked Machu Picchu. We crossed the Atacama Desert. We visited the great pyramids of Giza. And yet, I have not one photo of her. She never let anyone take pictures of her. She said she would rather think of things the way they were in her memory. The truth is, I think she believed the picture could steal your soul. Or something like that. Now that she's gone, I wish more than ever I had some sort of record of our time together. Something to grab onto. A proof of our love. But I have none. Well, that's not entirely true. There is one photo. Looking at the Mayan pyramids from space, when I remembered something that I had tucked away deep inside the recesses of my mind, a fleeting image came to me. Long before she disappeared from my life, we had taken a hotel on the eastern coast of Italy. I was watching her from our first floor balcony when a Google car drove by. I recalled chuckling to myself at the time. Someone had finally succeeded in taking her photograph. For weeks, I tried to remember the address of the hotel. I spent days upon days at the computer, cruising up and down the coast. And then I found her. That Google Street View image began to replace all other memories of her. It seemed to contain our whole relationship, but yet it was so blurry. I made it my mission to find another image of her.
Each street view was a sphere. Each little sphere contained a potential memory, a possibility of finding her. But I would lose my mind if I were to try to look through every one of them. So I started to narrow it down. To every apartment we had lived in over the course of our relationship, spending 6 hours every day searching for another accidental capture of her. Perhaps I would find us together, holding hands, walking along a promenade, or sitting together on a park bench somewhere. But I found nothing. And in this day and age, I was sure it was impossible to disappear completely. My search became more and more abstract. At times, I felt as if I were looking for her image in the very landscape itself. I started to believe the Earth was a giant brain and I was tapped into all its nerve centers. Yet she still eluded me. I wonder where she is right now. I heard a rumor once that she was on a little island off the coast of Turkey studying pre-Socratic fragments recently discovered by a team of Dutch archaeologists in an ancient catacomb. I loved that photo. It was a record of our life together. One day I returned to her image, and it was gone. Ja, vielen Dank. War super toll. Ich glaube, wir sind so ziemlich mit der Zeit durch, die wir haben. Lisa Benzel nochmal, vielen Dank. War jetzt vielleicht auch das schönere Ende am Schluss nochmal. Google dann doch auch als Freund, der uns hilft, uns an Sachen zu erinnern.